Ja, Leute, bereits 6 Arena-Orden haben wir erledigt und jetzt fehlen nur noch der von Vertania City und der von den Zinnoberinseln. Ja, und schon jetzt sieht alles so danach aus, dass wir wahrscheinlich bei den Zinnoberinseln als letztes sein werden. Weil der ursprüngliche Plan von Seeschauminseln, der hat irgendwie nicht geklappt. Aufgrund da in Fuxania City einfach alles abgesperrt war. Aber Leute, ich werde ganz genau hingucken. Wirklich, ich werde ganz genau hingucken, wie wir da hinkommen zu den Seeschauminseln. Falls die überhaupt existieren sollten, wer weiß, vielleicht können wir bei den Zinnoberinseln auch nicht vorbei. Auf einmal so eine Absperre oder was weiß ich. Hochwasser. Keine Ahnung, was mich da wieder erwartet. Ich meine, der größte Knall wäre natürlich auf einmal, dass das komplette Gewässer gesperrt ist. Und dass wir irgendwie nur mit besonderem Geleitschutz oder was auch immer dahin dürfen. Aber ich glaube, wenn das wäre, das wäre schon krass. Auf einmal so, ja, komplette Wasserroute übersprungen, du bist bei den Zinnoberinseln. Und wenn du auf einmal ins Wasser willst, dann wirst du sofort aufgehalten. Nee, nee, darfst du nicht. Krasse Vorstellung, aber I don't know. Ich meine, warum sollte man sonst die Seeschauminseln sperren? Vor allem, es ist ja sowieso egal, von der anderen Seite komme ich ja sowieso dann hin. Oder es ist innerhalb der Seeschauminsel was gesperrt. Also du fährst hin und dann kriegst du so vor den Seeschauminseln die Nachricht, da steht wer, ja, du kannst die Höhle gerade nicht betreten, weil, was weiß ich, Auflauf von Pokémon. Ihr wisst schon. Multiber Auflauf, so. Hatte ich die beiden schon? Nee, hatte ich nicht. Ja, ja, gut. Also die Gegner werden auch wieder ein bisschen stärker. Ich meine, das, was wir Richtung Fuxania City hatten, das war ja absolute Unterforderung. Da waren ja teilweise Leute dabei mit nicht mal Level 30. Wie auch immer das geht. Ich kann mir bis dato noch immer keine Route wirklich ausrechnen, was... Oh nee, verdammt. Nein, ich bin komplett im Nachteil. Also X-Bad vielleicht nicht, wobei Elektro ist auch ein bisschen kritisch. Ich würde sagen... Achso, nee, Blödsinn, geht ja gar nicht. Flug ist gegen Elektro nicht so effektiv. Der Giftzahn bringt es aber auch nicht wirklich, keine Ahnung. Also Ampharos muss auf alle Fälle raus, der kann hier nichts ausrichten, ne? Eventuell Tornupto, ja. Ampharos kann nicht ausgetauscht werden, nein, bitte nicht. Was tut ihr mir da an? Das ist taktisch gerade ein bisschen schwierig. Okay, da müssen wir auf alle Fälle erstmal das Dicktier ausschalten. Eine andere Chance habe ich gar nicht. Der muss weg. Weil der ist am gefährlichsten, vor allem für Ampharos. Lol, One-Hit. Legende X-Parts. Wieder mal ein Volltreffer. Ladungsstoß, der geht safe jetzt auf X-Part. Achso, nee, der geht auf alle. Aber X-Part tut er leider besonders weh. Und paralysiert bin ich auch. Hat da irgendeiner von denen die Fähigkeit, dass sie nicht auch ausgetauscht werden können? Gut, das zieht wenigstens schon mal nice ab. Ja, scheiße, was mache ich jetzt? Warte mal, der darf jetzt... Okay, nee, ich setze Fliegen an. Weil dann hebt der ab wenigstens und dann kann er nicht getroffen werden. Außer er darf zuerst, das ist natürlich scheiße. Mann, ach so, wegen Paralyse stimmt ja. Oh, weil das ja die Initiative senkt. Ja klar, das ist ja auch noch paralysiert. Ey, wie viele Paralysen bekomme ich in letzter Zeit ab? Das ist... Keine Ahnung, aber ich bin in letzter Zeit so oft wieder paralysiert. Ist das die Neuerung, die jetzt hier kommt auf einmal, dass alle viel mehr auf Statuseffekte legen? Ne? Also gerade wirkt es zumindest so. Okay, Mutter ruft an. Ja, da hebe ich natürlich ab. Mit ein paar neue Bären. Ich hoffe noch immer, dass irgendwann mal was Neues kommt, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen mit dem Seidenschal und dem anderen Item, was wir da bekommen haben, hatten wir halt schon. Sie wird uns wirklich nur noch Bären bringen. Was anderes sehe ich nicht. Und ich glaube, es ist die beste Zeit, mal wieder eine Top-Genesung zu spielen. Hey, unglaublich. Da ist der einmal das komplett falsche Team drin und du kannst es schon vergessen. Hyperheiler habe ich auch noch 11. Okay, also nach dem Mondberg werde ich auf alle Fälle einkaufen gehen. Je nachdem, was da alles noch kommt. Also der Mondberg ist auch die Frage. Wie lang wird das sein?
Wenn es so ist wie ein Felstunnel, dann lol. Das ist ein Feuerspucker. Ich meine, so lang ist es ja gar nicht zum Mondberg. Deswegen, ich glaube, dass wir das heute auf alle Fälle in einem Part abschließen werden. Und dann fliegen wir gleich direkt von der Zürich-Sitte zurück nach Marmoria. Ja, und dann im nächsten Part vielleicht sogar schon... Ah gut, ich weiß nicht, ob sich der eine Arena-Kampf schon ausgehen wird. Also Vertania-Wald wird auch ein bisschen länger sein. Auf einmal ein Baum und fertig. Digga, jetzt bin ich wieder verbrannt. Also langsam nervt es jetzt echt. Verbrennung, Paralyse, was noch eigentlich? Da denkst du kannst ein bisschen trainieren, ganz normal auch, und dann krieg ich die ganze Zeit Statuseffekte ab. Das ist nicht fair. Ja, Verbrennung schadet wieder. Smogmog. Ja, bringt nichts. Ich muss sowieso wechseln. Hat keinen Sinn. Smogmog, was machen wir da? Ja, Psyana eigentlich am ersten. Also wenn die so zu mir sind, dann habe ich auch keinen Bock, irgendwie auf Erbarm zu spielen oder auf Taktik. Irgendwie Schwächere zu trainieren. Da hau ich den einfach aufs Maul. Und weh, du drückst mir jetzt eine Vergiftung rein. Aber dann bin ich echt raus. Gut, geht gar nicht, weil... Psychokinese wird killen und weh, der hat eine Fähigkeit in die Richtung. Wir haben aber neu eine Fähigkeit, die Vergiftung bringt. Ach so, ja gut, okay, eine Fähigkeit, die Vergiftung bringt, gibt schon, aber das ist eine Kammerrupt. Okay, der hat eine Vielfachschwäche Wasser. Fähigkeit gibt's natürlich schon. Giftdorn und sowas. Oder Giftstach ist die Attacke. Ich glaube, Giftdorn heißt die. Das Ding, was unter anderem in Feuerrot Ding gehabt hat, Nidoking. Wenn man ihn ganz normal physisch angegriffen hat, bestand die Chance, dass man vergiftet wurde. Also die Möglichkeit gibt es schon mit der Fähigkeit. Nur wenn man neu, dass das ein Ding kann. Ein Smogmog. Ein Kammerrupt hat mich jetzt aber ein bisschen überrascht. Also das war eindeutig das Stärkste von ihm. Das kann auch mal ins Auge gehen. Gut, bei Garados ist es egal. Da unten haben wir auch was. Ich muss kurz mal gucken. Ich habe so ein Gefühl. Ein Pummeluff Level 6. Das heißt, die Vertania war ich, wenn wir dann so Level 5er Pokémon oder so begegnen. Und dann spätestens, wenn wir auf Route 1 sind, wieder sowieso lustig. Da bin ich schon auf die Musik gespannt. Und tatsächlich, da ist ein Aufgang. Entweder mit weiteren Meteoriten oder I don't know. Schauen wir einfach mal. Ne, da ist ein eigener Gang. Okay, für ein Item. Was für eins? Großwurzer. Ja, ich glaube, das ist einfach nur ein Heil-Item. Nicht mehr. Apropos heilen, weil wir schon dabei sind. Müssen wir leider. Also die Verbrennung mal wieder los sind. Diesmal keine Top-Genesung. Das eine war jetzt einfach ein bisschen geizig. Mit der Top-Genesung einsetzen, weil ich hätte auch da schon Hyperheiler und dann Hypertrank. Aber ich wollte mal ein bisschen einfach aus Frust den Coolen raushängen lassen. In die Richtung, ja, Top-Genesung, gar kein Problem. Leute, ist auch kein Problem, weil Geld haben wir genug. Über 200.000, das sollte reichen für den Rest des Projekts. Also sage ich nicht einen Großeinkauf von... jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig. Verdammt. Mann, ich will denen aus dem Weg gehen. Die sind halt nutzlos. Also in der Höhle, dann werde ich sowieso wieder Schutz aktivieren. Ursprünglich tauchen in der Höhle auch viele Trainer auf. Da ist noch einer. So, da müssten wir die Passage eigentlich schon erledigt haben. Übrigens, Fun Fact, an dem Tag, wo der Part rauskommt, ist schon wieder fast die Hälfte meines Urlaubs vorbei. Also, du denkst, so 8 Tage ist sau viel, aber nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Das längste, was ich mal hatte, waren 10 Tage in Folge. Aber selbst die, die sind vergangen wie nichts. Das ist sowieso ein krasser Gedanke. Du arbeitest nur, also natürlich um des Geldes willen, aber du denkst doch immer so, du arbeitest auch immer auf den nächsten, auf die nächste Freizeit hin. Das ist so ein Kreislauf. Und das machst du dann irgendwie jahrzehntelang und irgendwann geht's in den Pense. Wenn du es überhaupt überlebst, erlebst. Pense selbst überlebst eh nicht, er kennt ja den Witz, was ist der gefährlichste Beruf auf der Welt? Der Rentner hat noch nie jemand überlebt. Alter, schöner Humor. Glücklicherweise habe ich da noch ein bisschen Zeit. So ein Pipi kommt noch. Ich meine, was Pension angeht, könnte ich ja auch gefühlt eine halbe Ewigkeit reden, weil so wie ich das also ich fange schon an, logischerweise mit Pension einzahlen, weil da kannst du eigentlich nie früh genug anfangen. Und ich habe gleich einen höheren Betrag genommen als der, der mir empfohlen wurde. Einfach damit du mehr zur Verfügung hast. Und sollst mit der Pension ja irgendwann doch nicht klappen, aus welchen Gründen auch immer. Ihr wisst schon, also Todesfall davor. Hofft natürlich keiner, aber sollte es passieren, hat trotzdem die nächste Generation oder wer auch immer Erbschaft ist, ein bisschen mehr davon einfach. Aber ja, Fun Fact auf alle Fälle. Gefühlt, wenn du die Zahlen so hochrechnest auf die Pension, was du dann bekommst, dann musst du eigentlich schon sagen, der Staat rechnet ja gefühlt wirklich, dass du ab einem gewissen Alter abkratzt, damit du das genau einhältst und fertig. Also das habe ich mir gedacht, wie ich das Gespräch da hatte, also über das ganze Thema. Ich dachte mir echt so, der Staat will aber wirklich, dass du gefühlt nach der Pension, gefühlt nach ein paar Jahre später, irgendwie abkackst einfach. Also zumindest hat das für mich so gewirkt. Vor allem, weil du sogar aufpassen musst, jeweils wegen Zinsen und sowas. Weil da kann sich der Betrag teilweise schon ordentlich erhöhen und auch ordentlich heruntersetzen. Wann du halt in Pension gehst, das musst du eigentlich wirklich fast ausnutzen. Das hat schon ein bisschen so was von Aktien ein bisschen. Also so habe ich mich zumindest gefühlt. Aber da kann ich wenigstens auf mein Leben zurückschauen und mir denken, Leute, ich habe schon als Kind Rüben in Animal Crossing getradet, war ja auch wie Aktien, und hatte da schon gutes Gespür, da werde ich das ja auch bekommen. Ich habe jahrelange Animal Crossing Erfahrung. Genau das wird sein. Auf diese Erfahrung schaue ich zurück. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie kommen da noch so sehr viele Trainer. Mann, so lang war das Ding doch gar nicht. Angeberei und der hat das überlebt, doch komm. Und ich wurde verwirrt. Krieg ich jetzt schon wieder die Krise. Gut, dann kommt eben wieder X-Bats. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, ich krieg gleich wieder einen Status-Effekt ab. Was doch immer ist. Gut, Raserei zwiebelt wenig. Keine Chance, mein Freund. Ja gut, voll aufgefüllt leider nicht, logischerweise. Hat er nicht mehr viel. Und ein Gyro kommt auch noch. Nein, jetzt muss ich schon wieder wechseln. Gibt's das auch? Jetzt kriegen wenigstens Zernupt und Garados auch noch ein paar IP ab. Das heißt, unser 55er Team haben wir dann wenigstens schon mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, um zum Leveln. Aber von den 60 bin ich wenigstens diesmal deutlich näher dran, als von den 40, die ich ursprünglich mal wollte, bei vor den Top 4 Kämpfern. Weil da wären wir ja wirklich mega schwach gewesen. Also ohne Offscreen-Leveln hätte ich das nicht geschafft. So, Marshok.
Ja, muss ich auch wieder auf X-Buds. X-Bud wird auf alle Fälle besser. Ich weiß nicht, irgendwie eine krasse Attacke fehlt mir noch, aber ich glaube, der kann halt nichts mehr viel erlernen. Also sowas wie... Ach, verdammt! Gab's Himmelsflieger schon damals? Nee, glaube ich nicht. Gut, kann sein, aber ich glaube nicht, dass er das erlernen kann. Oder was weiß ich, Sturzflug wäre ja auch krass. Aber wenn es die Dinger alle noch nicht gab, dann war, glaube ich, die stärkste Flugattacke tatsächlich Bohrschnabel. Also die, könnte ich mich erinnern, hat immer relativ gut abgezogen, nur das kann halt X-Bud logischerweise nicht ansetzen, ne? Weil der hat ja nicht wirklich einen Schnabel oder irgendwas. Gut, am Kopf hat er stachelähnliche Sachen, aber bringt auch nicht wirklich was. Yay, und die nächsten Bären. Ich bin gespannt, ist das Pokémon Center eigentlich noch dort? Also ich nehme an, nicht, dass sie es entfernt haben, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Trainer sind auf alle Fälle genug hier. Ich glaube, da werden wir heute wieder mal ein bisschen Überlänge machen, weil ehrlich gesagt will ich das schon abschließen, aber bei so vielen Trainern... Das zackt das jetzt gerade schon ein bisschen rein. Vor allem, ich hatte die Route wieder viel, viel kürzer in Erinnerung. Ich wusste es aber schon fast. Ich wusste es. Ich hätte mir irgendein Thema bereitlegen sollen, über das du heute noch ein bisschen länger schnacken kannst, als das Rentending. Vor allem, weil das auch mir gerade nur spontan eingefallen ist. Ich meine, was ich noch labern könnte, ist, dass wir das an dem Tag, wo die Folge rauskommt, auch ein schöner Podcast erscheinen wird. Wo wir heute ein bisschen, wo wir über ein bisschen über Nintendo-Konsolen reden werden, ne? Nicht nur, was wir als die beste und als die schlechteste empfinden oder was unsere ersten waren, also allgemein persönliches Dinge, sondern wir spekulieren auch, glaube ich, über eine halbe Stunde lang, wann kommt die nächste Nintendo-Konsole. Und ja, ich sage natürlich jetzt nicht, auf was ich spekuliert habe, das müsst ihr euch schon selber anhören, aber ich sag mal so, es ist für mich einfach das Wahrscheinlichste gerade. Und die nächste Sache, Mutti ruft nochmal an, ja, ich habe doch noch was vergessen, ich habe doch nochmal eine andere Seite auch geholt. Ja, vielen Dank. Da geht's bei der Way aber dann auch über Pokémon, sage ich jetzt schon, im Podcast. Übrigens, war sowieso lustig, vor der Podcast-Aufnahme habe ich gesagt, es wird der kürzeste wahrscheinlich werden, weil so viel kannst du gar nicht reden, ne? Ja, Hauptsache ist es dann der längste geworden, ne? Also das erste Mal, glaube ich, dass wir über eine Stunde gekommen sind. Und das ist schon etwas. Ich sag das natürlich deswegen, weil der Podcast, glaube ich, noch gar nicht so viele gemerkt haben, dass der eigentlich existiert. Oder es juckt einfach keinen, das kann auch sein. Letzteres vielleicht etwas wahrscheinlicher. Magcargo, was ist das für ein Pokémon? Also Mag hört sich irgendwie nach Magma an, aber... Was ist Magcargo bitte? LOL! Ah, das ist die Weiterentwicklung von Schneckmag. Glaube ich zumindest. Ich konnte mir gerade unter dem Namen gar nichts vorstellen. Ich glaube aber, es ist die Weiterentwicklung von Schneckmag, ja. Alles klar. Ist trotzdem One-Hit. So, war das der letzte hier auf der Route? Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, war der letzte. So, Pokémon Center erstmal snacken und dann... Schauen wir mal, was gibt der Mondberg her? Sollten wir, glaube ich, in 10 Minuten hinbekommen, hoffentlich. So, Team ist wieder topfit. Warte. Lol, jetzt kann ich Gyarados wieder leveln. Stimmt, wir sind ja in der Höhle. Ich gehe stark davon aus, dass die Trainer auch größtenteils auf Gestein setzen. Also ich hoffe zumindest. Wenn sie es tun, dann habe ich auf alle Fälle den Vorteil. So, das Wichtigste zuerst. Bevor ich es vergesse und mich nachher aufrege. Erstmal Superschutz aktivieren.
Also der LOL-Rivale? Oh shit. Hey, wenn das mal nicht Nimado ist, dann bist du also auch hier in Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Nimado, da du sehr stark bist, weiß ich schon gut genug. Und trotzdem lasse ich dir hier nicht ohne einen Kampf gehen. Okay, den Rivalen hatte ich jetzt nicht am Schirm. Frage ist, wie stark ist denn der jetzt? 46, okay, gut. Er ist eine Flachpfeife geblieben. So, Sneeble ist... Warte mal, Sneeble hat, glaube ich, sogar... Habe ich mir jetzt gerade unsicher. Ich probiere es auf alle Fälle mit Kaskade. Also Finde zieht schon mal nicht viel ab. Das hat sich noch immer nicht entwickelt. Also, wann kommt denn der endlich mit einem Sneepuno? Ja, es ist One-Hit. Es ist natürlich krass, dass er noch immer einen Sneeble hat, wie gesagt. Irgendwann hat er einen Sneepuno. Magneton? Okay, da muss ich sofort wechseln. Da könnte ich eigentlich direkt auf Scaraborn gehen. Aha, weil ich weiß nicht, wie stark die Dinger sind. Also ich glaube, dass er sicher ein 50er-Pokémon hat. Dann hat er sein Wasserding auch noch. Das ist schon eine krasse Entwicklung irgendwie. Also am Anfang zumindest. Und dann wird er irgendwie immer schwächer. Vor allem, es hätte mich ja interessiert, wie er sich bei den Top 4 geschlagen hätte. Und vor allem auch beim Champ. Mit dem Team, was er hat. Wenn Sneeble wäre da auch einfach rausgeschwemmt worden. Bin ich mir sicher. So, Golbat. Hat sich auch noch immer nicht entwickelt. Gut, das gehört Psyana. Wird das wieder so ein Kampf, wo jedes One-Hit wird? Ich hoffe es ihm ehrlich gesagt nicht, weil das wäre peinlich. Wenn wir ihn so stark deklassieren. Aber sieht echt so aus. Gut, das heißt, sie haben ja schon Level 57. Der erste, der auf 57 geht. Leute, das sind Free EP, aber ich nehme die trotzdem gerne mit. Psycho Plus? Was war das nochmal? Ist es erwähnenswert? Selbsthypnose des Anwenders zur Kopie der Statusveränderung des Gegners. Achso, nee, es war nicht das, was ich wollte. Ich würde es feiern, wenn er Gedankengut erlernen könnte. Gengar. Oh yeah. Warte mal, Gengar hat... Unlicht habe ich leider nicht. Gut, das muss ich sowieso riskieren. Ich meine, er hat Gifttypen, aber der Geisttyp hebelt das aus. Schauen wir mal, reicht der Spuckball, dass er One-Hit geht? Mann, ich setze halt normalerweise immer auf Unlicht in mein Team ein. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich nichts mit Unlicht im Team habe. Er wird aber One-Hit. Impergator. So, da kommt sein Starter. By the way, ich habe gerade scheiße gelabert. Psyana ist nicht der Erste, der auf 57 ist. Erfahrung war schon vorher. Also ich hatte jetzt echt Angst, dass der Starter ganz gut zugelegt hat von der Stärke, aber das sieht ja eher weniger aus. Ich meine, er macht mir jetzt wenigstens mal Schaden. Das ist jetzt das erste Mal. Ich glaube auch, nee, auch das stimmt wieder nicht, weil Finte wurde eingesetzt von Sneeble. Auch das stimmt wieder nicht, Leute. Mann, was ist mit mir heute los? Stimmt, ja, das Sneeble hat mich ja getroffen ganz am Anfang. Schon wieder vergessen, das ist so irrelevant, dass ich das sofort wieder verdränge. Ja, und das letzte muss auch wieder Psyana regeln. Gegen das Simsala. Und sollte der jetzt auch One-Hit sein, dann hat sich sein Einsatz gar nicht gelohnt. Ich sehe schon, du scheinst nicht zum Spaß bis nach Kanto gekommen zu sein. Aber wenigstens hat sich sein Ton verbessert. Also am Anfang war er noch so beleidigend, jetzt mittlerweile hat er es geschnallt und mich wirklich als Rivalen akzeptiert. Ich mittlerweile verliere ein bisschen meinen Respekt, weil gefühlt, also gefühlt, nicht nur gefühlt, es war jedes von ihm jetzt One-Hit.
Na gut, wenn es denn sein muss. Ja, es muss sein. Du wolltest kämpfen. Ich muss wohl noch ein wenig an meinem Trainingsziel arbeiten. Aber bei so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... Aber diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie nur stärker machen? Ich könnte es vielleicht mal in den Drachenhöhlen probieren. Gehabt dich wohl, euer Herr Newstime. Sorry. Es musste kurz sein. Lol. Sag nicht, das ist der Ausgang. What the fuck? Der hat den Mondberg komplett geskippt. Da oben ist halt noch irgendwas mit, wegen der Leiter und so. Vielleicht irgendwelche Items. Frage ist, ob ich da überhaupt hinkomme. Hä? Da ist auch ein Ausgang. Wo bin ich hier? Es ist dein Müll, also nimm ihn auch wieder mit zurück nach Hause. Hä, der Vorplatz? Das ist mir jetzt komplett was Neues. Also den Ort kenne ich ja gar nicht. Du bist sicher Shop, rühr dich erstmal aus. Lol, ich kann hier... Okay, das ist ein Shop. Pokepuppeter. Lol, der verkauft Limonaden, ne? Da nehme ich gleich mal einiges mit. Digga, da kann ich ja Fett einkaufen. 50 Limonaden, let's go. Also das ist ja mal ein geiles Geschäft. Aber dieser Vorplatz, der ist komplett neu. Okay, da runterspringen ist eh nicht schlimm. Da geht's wieder rein scheinbar. Ja, da komme ich dann wieder bei deinen Leiter runter. Okay, also die haben kompletten Mondberg irgendwie rausgenommen. Dafür gibt es jetzt den Vorplatz. Hat der irgendeinen Grund auch? Oder ist der einfach nur da zum... Okay, ich glaube, das ist einfach nur ein Ort zum Angeln oder so. Oder irgendwas... Ja gut, also der Shop ist geil, aber... Dass sie wirklich den kompletten Mondberg rausgenommen haben, das enttäuscht jetzt gerade ein bisschen. Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder da unten. Genau so ist es. Okay, krass. Also der Mondberg ist auch nicht mehr existent. Schauen wir mal. Vielleicht den einen oder anderen Trainer wird es noch geben, oder? Deswegen, wir machen die Route natürlich fertig. Ich meine, einerseits bin ich erfreut, weil das heißt, ich kann das alles in ein Part packen, ne? Weil wir sind eh schon fast bei 30 Minuten, ne? Andererseits ist es schon eine ordentliche Schelle gerade. Das hatte ich wirklich nicht erwartet. Da war sogar noch der Felstunnel ein bisschen amüsanter. Vor allem nicht mal ein Trainer war dort. Einfach nichts. Nichts. Nur dieser Vorplatz. Der hat dafür was Gutes. Weil ich, also sind wir offen und ehrlich, ich wäre jetzt sicher nicht 50 Mal zum Automaten gegangen und hätte gedrückt die ganze Zeit. In Prismania City oder wo auch immer. Wo es halt einen gibt. Deswegen bin ich froh, dass es das hier gibt. So, hier kurz mal Radar aktivieren. Ne, ist alles clean. Hier geht's bergab. Da ist noch ein Trainer und ich glaube, dann kommt schon direkt Azuria City. Ja, die halbe Stunde haben wir dort noch vollgebracht. Da hat mich dann leider der Rivale aufgehalten. Lol. Wieso hat der jetzt nur Level 13? Also gewisse Entscheidungen verstehe ich einfach nicht. Das ist eine zum Beispiel. Wieso ist da jetzt ein Taubsi Level 13 bei dem? Jetzt kommt er für ein Taubos. Ist das jetzt Level 70 oder sowas? Ja gut, 44, aber das Taubsi Level 13 verstehe ich ja gar nicht. Hat man sich da einfach vertippt oder was ist da?
Also so in die Richtung, dass da halt vielleicht 43 stehen sollte. Weil falls ja, dann okay, verstehe ich's. Aber so ein Level 13er taubst du einfach so aus dem Nichts. Das ist einfach nur zum Unterschätzen wahrscheinlich da. Nicht mehr und nicht weniger. Also wenn er mich surprisen wollte, das hat er geschafft. Eindeutig. Der Surprise hat geklappt. Wieder die Mutter? Hey, warum ruft die jetzt wieder so viel an? Woher kommt denn das alles wieder? So, erwartet mich da noch was. Hier ist ein Item, ein Riesenpilz. Mit der schönen Beschreibung, Sammler freuen sich ein Loch im Bauch, wenn sie einen finden, ne? Genau, und hier ist der Abgang. Gut, da ist das der letzte Trainer. Und das Item da oben hole ich mir auch noch. Und dann können wir uns freuen, weil dann haben wir es geschafft. Tatsächlich alles in einem Party. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Das war einfach nur optimistisch. Nur, wie ich gesehen habe, dass ich beim Eingang schon bei 20 Minuten war, war ich ehrlich gesagt schon felsenfest davon überzeugt. Entweder machen wir 40 Minuten Part oder, also vielleicht sogar länger, oder wir schaffen es. So nehme ich es natürlich gerne. Trotzdem ist die Enttäuschung groß, dass der Mondberg komplett geskippt wurde. Ich meine, wenigstens ein Fossil oder sowas wäre nice gewesen. Aber nee, nicht mal das haben wir bekommen. Das heißt, die Möglichkeiten an den Sachen, die wir machen können, die werden weiter geringer. Oh, Galoppa kommt noch. Nice. Überlegen wir, also, Britannia City, Alabastia, Zinnoberinseln und dann müssten eigentlich schon die Rematches starten gegen die Top 4. Ja, und wenn wir die dann haben, dann sind wir eigentlich fertig. Ein paar Sachen gibt's noch, also der, wie heißt der nochmal? Der eine Berg da, da wo wir noch immer nicht hin dürfen, weil es da so von starken Pokémon nur wimmelt. Was laber ich? Da muss ich jetzt kurz echt mal gucken auf die Karte nochmal. Wie hieß denn das Teil nochmal da vorne? Silberberg, genau. Das war eine stronge Nummer, aber die Seeschirminseln sind eingetragener. Ja, dann wird das wirklich so sein, dass die Seeschirminseln vielleicht gesperrt sind, man kann außen rum und so und dann wird man hier auch wieder abgepasst. Ja, so, warum würde man sonst die Route einzeichnen? Bis dato haben wir jede Absperrung noch irgendwie umgehen können. Beziehungsweise wir wurden, also umgehen. Wir wurden entweder abgepasst oder was auch immer. Okay, da ist auch nichts mehr. Ich dachte gerade, aber nee. Auch da ist es leer, da ist nur ein Habitat Level 8 und vielleicht ein paar andere Vogel-Pokémon. Ich wollte nur schauen, dass ich bei der richtigen Stelle runterspringe, weil nicht, dass ich da irgendein Item vergesse oder was auch immer. Scheint aber nicht so. So, das heißt, wir sind jetzt gecatcht und hier ist Azuria City. Gut, Leute, der Part ist lang genug. Ich will gar nicht zu viel um den heißen Brei reden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da geht's dann nach Britannia City. Also, bis dahin. Ciao, ciao.